Der Straddle bzw. die dahinterliegenden Optionsstrategien sind eine Möglichkeit, um Einnahmen an der Börse zu generieren, entweder wenn wir sehr wenig Schwankungen am Markt haben und quasi fast keine Veränderung, oder auf der anderen Seite Prämie zahlen und dafür dann partizipieren, wenn es stärkere Bewegungen an den Märkten geht oder gibt, egal in welche Richtung. Und was damit eigentlich einhergeht und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau von der Delta Value GmbH. Und mit dem Straddle gehen Optionsstrategien einher, beziehungsweise zwei Optionsstrategien, dem sogenannten Long Straddle und dem sogenannten Short Straddle, die dafür eingesetzt werden können, entweder von einer sehr geringen Volatilität, also Schwankung an den Märkten zu partizipieren, um dafür Einnahmen zu generieren, oder auf der anderen Seite von genau größeren Marktverwerfungen zu profitieren und das unabhängig davon, in welche Richtung das Ganze geht. Beginnen wir aber zu Beginn erstmal mit der Definition. Und der Straddle ist nichts anderes als eine Kombination aus zwei Optionen, nämlich einmal einer Call-Option und einer Put-Option, die gleichzeitig auf den gleichen Basiswert gehandelt werden und sogar den gleichen Strike-Preis besitzen. Das gucken wir uns gleich auch in der Praxis an. Und der Unterschied, ob man jetzt über einen Long-Straddle oder einen Short-Straddle spricht, ist einfach nur, ob diese Call- und Put-Optionen oder Optionen gekauft oder verkauft werden. Auf der einen Seite gehen dann also Prämienausgaben damit einher, weil wir Optionen erwerben, und auf der anderen Seite gehen ansonsten eben Einnahmen einher, weil wir diese Optionen verkaufen. Ansonsten, was noch festzuhalten ist, bei diesen Positionen sprechen wir explizit über klassische Optionen. Das heißt, wir sprechen hier nicht über Optionsscheine. Das hat nichts miteinander zu tun, auch wenn manchmal Begriffe Überschneidungen haben könnten. Damit das Ganze jetzt praktischer wird, springen wir doch einfach mal hier direkt auf den Bildschirm. Und ich habe jetzt hier mal die Delta Airlines Aktie mitgebracht. Das heißt, wir machen es am Beispiel von Aktienoptionen. Das Ganze ist aber auf jeden beliebigen Basiswert umsetzbar, der veroptionierbar ist. Sprich, genauso Futures, ETFs, was auch immer man jetzt handeln möchte. Und wir sehen jetzt hier, vorbörslich steht die Delta Airlines Aktie bei einem Kurs von 43,27. Und das bedeutet, wenn wir jetzt eine solche Position handeln wollen würden, würde das damit einhergehen, dass wir jetzt einen Strike-Preis haben. Der hat eine gewisse Laufzeit eben in den Optionen. Und zu diesem würde jetzt also sowohl eine Call-Option hier gehandelt werden, als auch eine Put-Option. Und das bedeutet, wenn wir über einen Short Straddle sprechen, haben wir also hier sowohl Verkäufe von diesen Call-Optionen und Verkäufe von diesen Put-Optionen und würden dann vor allem davon partizipieren, wenn hier relativ wenig in der Aktie passiert, weil dann einfach insgesamt die Prämien in den Optionen sinken und davon eben entlastet werden und wir also diese jetzt später zurückkaufen können. Zum anderen ist das Ganze auch beliebt, um es einzusetzen, um zu sagen, ich habe zum Beispiel jetzt einen hohen Stand in der impliziten Volatilität in diesen Optionen, die geht zurück, und das ist einfach das, was ich ausnutzen möchte, um davon zu partizipieren. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt also nicht sagen, ich möchte jetzt hier einen Short Straddle handeln und dafür eben Prämieneinnahmen generieren, das geht noch damit einher, sondern ich bin bereit, diese Prämieneinnahmen zu tauschen und zwar die als Ausgaben zu machen und möchte davon jetzt quasi diesen Long Straddle handeln, indem ich jetzt also sowohl die Call-Option als auch die Put-Option kaufe, die sich jetzt hier sehr nah am aktuellen Kurs befindet. Und was würde dann damit einhergehen? Diese Position profitiert dann, wenn wir jetzt stärkere Verwerfungen im Kurs haben. Das heißt, entweder wenn wir stark nach oben gehen oder stark nach unten gehen, weil dann eine der beiden Optionen jeweils immer teurer wird. Die andere Option wird wertloser, das ist aber egal, weil die andere teurer wird und darüber eben dann ein Gewinn entsteht, beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt einfach die Option dann jetzt hier zurückgekauft werden kann für einen teureren Kurs. So, und das sind erstmal die Möglichkeiten, die mit einem Straddle oder mit diesen Straddle-Positionen einhergehen können. Damit das Ganze jetzt nochmal praktischer wird, schauen wir uns das Ganze mal direkt in einem Broker an, damit man auch sieht, was das jetzt genau bedeutet. So, ich habe das Ganze hier einfach mal aufgemacht und wir haben gerade gesehen, wir hatten so ein Kursniveau, was wir uns angeguckt haben, 44,45. Und das bedeutet, wir können das Ganze hier einfach mal einkreisen. Wir hätten also hier auf der einen Seite Call-Optionen, die wir jetzt hier zum Beispiel verkaufen oder kaufen würden, und auf der anderen Seite Put-Optionen. Und von dem, was wir jetzt hier sehen würden, haben wir also einen gleichen Strike-Preis, sowohl in den Calls als auch in den Puts, der sich sehr nah zum aktuellen Kurs befindet. Und
Für die Calls würden wir hier bekommen vielleicht etwas über $130 und bei den Puts würden wir bekommen vielleicht $330 und diese Prämie können wir jetzt zusammenführen und haben also roundabout etwas über 450 Dollar, 460 oder sowas, die wir jetzt für diese Position hier bekommen würden, wenn wir sie verkaufen. Dann würden wir also davon partizipieren, wenn die Optionsprämie sinkt oder die Optionsprämien sinken und vor allem dann partizipieren, wenn wenig Bewegung jetzt hier in der Aktie passiert. Auf der anderen Seite wäre das also auch genau die Prämie, die wir auf den Tisch legen würden, wenn wir einen Long Straddle handeln würden und dann würden wir eben davon partizipieren, wenn wir die Ausschläge haben, weil dann entweder die Call-Option oder die Put-Option eben im Wert steigt und wir dann die Gesamtposition zu einem späteren Zeitpunkt eben mit Gewinn schließen können. Bedeutet, es ist stark davon abhängig, welche Meinung man jetzt hat, um zu überlegen, macht das Ganze überhaupt in dem Kontext, in dem ich jetzt persönlich handle, Sinn. Fassen wir also zusammen, Straddles sind eine Möglichkeit, um von ganz bestimmten Marktmeinungen zu profitieren und diese auch möglichst effizient abzubilden. Und das entweder, um Prämieneinnahmen zu generieren oder vor allem von stärkeren Bewegungen an den Märkten zu partizipieren. Was damit einhergeht, ist, dass wir zwei Optionen handeln und diese Optionen befinden sich beide sehr nah am aktuellen Kurs. Man spricht dann auch von Optionen, die sich am Geld befinden und die können sich erstmal auf jeden beliebigen Basiswert beziehen. In diesem konkreten Beispiel hier war das Ganze eben auf Aktienoptionen am Beispiel Delta Airlines. Bedeutet, wenn du das Ganze jetzt für dich umsetzen möchtest, dann sei dir vor allem bewusst, was mit den einzelnen Optionspositionen einhergeht und ob die Fälle, die eintreten können, sowohl der Best Case als auch der Worst Case, für dich annehmbar sind, beziehungsweise dass du weißt, wie du damit umgehst. Solche Strategien erfordern eine gewisse Erfahrung, wenn man sie denn überhaupt umsetzen möchte, weil man ganz konkrete Meinungen eben in den Märkten dann hat und diese dann entsprechend aber platzieren kann. Und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib es gerne mal in die Kommentare und like dieses Video, damit ich auch sehe, ob das Ganze dir hilft. Und ansonsten, wenn du fachlich tiefer einsteigen möchtest, geh gerne mal auf deltavalue.de. Da findest du ganz viele Informationen zu diesen Themen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, dir erstmal allzeit gute Investments.